Ja, wer den Trailer schon gesehen hat, der wird schon bemerkt haben, ein Königreich wird fallen. Wie gut das Ganze im Endeffekt ist und was es sonst noch so bei mir zu erleben gab, bei dem heutigen Tage zu Jurassic World 2, natürlich hier in diesem Video. Erstmal zu einer kleinen Info, und zwar ist das Video heute etwas kürzer wie gewohnt, was den Vlog angeht, da es einfach nicht die Möglichkeit gab, alles aufzunehmen oder mal zwischendurch aufzunehmen. Aber warum? Das zeige ich euch jetzt. Erstmal gab es diesen schönen, sehr, sehr schönen Becher zu dem Film. 2 Liter passen da rein. Also eine ganz große Cola. Dazu nochmal passend im selben Look der Blecheimer. Auch wieder sehr, sehr schön. Finde ich super cool. Jetzt kommen wir aber nochmal ganz kurz zu was anderen. Und zwar gab es auch natürlich Solo, den neuen Star Wars Film, und dazu gab es dann auch Merch. Jetzt war aber bei dem Cinemax Krefeld war leider nicht das Angebot da, was ich haben wollte. Also wir hatten die üblichen Standfiguren, wir hatten eine Tasse, wir hatten so ein normalen Becher, wie wir das von Avengers oder Deadpool her kennen, hatten wir da einen Schlüsselanhänger und jetzt kommt's. Ich glaube, ich drehe das mal so rum. Ja, jetzt sieht man sie. Also, sind sie unglaublich cool. Als Blechmotiv, wahrscheinlich nur im Rahmen aufhängbar oder als Klebeding, keine Ahnung. Blechschilder hatten wir. Es gab einmal Lando, Chewbacca und Chewie. Chewie sage ich schon. Han Solo, Lando und Chewie gab es dann als Blechteil. Dann gab es noch praktisch, ja, den hier gab es und dann noch einmal den TIE Fighter als Werbebanner sozusagen, fand ich auch nicht schlecht. Dann einmal Chewie und Han, wie sie zur Seite gucken, auch ein bisschen so Politik-Werbeplakat, sage ich mal, wie man das von einigen Dingern kennt. Fand ich sehr nett. Das war auch das Einzige, was ich irgendwie interessant fand. Den Rest konnte ich mir alles so, ja, ist okay, wenn man es noch nicht hat, aber ganz ehrlich, ich persönlich, der zig Tassen und was weiß ich, Spuren da rausgeholt hat, der brauchte das jetzt nicht nochmal. Zumal die Figuren auf dem Becher dann wirklich ab hier abgetrennt waren. Also praktisch bis zu den Schultern. Hat mich nicht gecatcht. Tut mir leid, Leute. Also, auch der Schlüsselanhänger. Das war einfach nur ein Bändchen, wo Star Wars, Solo, Star Wars Story drauf stand. Catcht mich nicht. Tut mir leid. Und dann noch eine einfache Kaffeetasse. Nee, musste ich nicht haben. Das mit dem mit dem Blechschild fand ich da schon besser. Also ganz ehrlich, da habe ich das lieber genommen. Hätte auch gerne mehr genommen, aber dann habe ich da gedacht, ah, Geld, achte aufs Geld und dann habe ich mich halt für die Stormtroopers entschieden. Ich werde mal gucken, wo ich sie hinhänge. Ich hoffe, ich finde dafür einen coolen Platz. Ja, eine Kleinigkeit habe ich dann doch noch vergessen, die wir heute gemacht haben. Und zwar, ihr kennt meine Kopfhörer von Sony, die ich noch modifiziert habe, damit
ich meine Ohren da irgendwie halbwegs reinbekomme. Die sind jetzt aber leider schon was älter. Deswegen habe ich mir gedacht, als ich beim Saturn war, ich hole mir mal neue. Die waren 10 Euro teurer, aber boten mir im Endeffekt dasselbe. Und das sind JBLs für 25 Euro. Dachte ich, kannst du nichts falsch machen. Hörst mal rein, hab's im Saturn aufgesetzt. Kopfhörer, Musik vom Handy aus und ja, doch, für viel mehr. Ja. Was kann ich zu den Dingern sonst noch sagen? Also, ich blende euch jetzt mal kurz einen Clip ein, wie das soundmäßig dann abläuft, der Vergleich zwischen Sony und JBL. Dann könnt ihr ja auch gerne mal selber entscheiden, womit ich in Zukunft meine Vlogs machen soll. So, wir sind heute hier in Krefeld bei dem Jurassic World 2 Kinostart. Vlog ist natürlich am Start. Willkommen, liebe Abonnenten. So, ja, ich hoffe, man sieht mich. Das ist jetzt der Test für die Sony-Kopfhörer. Test 1, 2, 3. Kommen wir zu den JBLs. Ja, Test 1, 2, 3. Das sind die JBLs. Und was meint ihr? Welche sind besser? Also, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ja, was kann ich denn ansonsten zu den JBLs noch kurz sagen, bevor wir jetzt zum Film übergehen? Also, ich finde sie von der Ohrmuschel her irgendwie für Kinder gemacht. Ich weiß nicht, warum nicht einfach die ganze Ohrmuschel da richtig gut abgedeckt wird. Das finde ich aber, um das deutlich zu betonen, wesentlich weniger schlimm als wie bei meinen Sonys. Weil bei den Sonys war da kein Druck drauf, nichts. Die haben also nichts isoliert. Aber bei denen hier klappt das einigermaßen. Da würde ich mal vorher gucken, die mal aufsetzen und dann probieren. Ich finde, sie haben schön Bass, besser auch wie die Sony. Und das Headset funktioniert zumindest meines Erachtens einwandfrei. Wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl bei den JBLs, dass hier einfach mehr aufgenommen wird, dass die Lautstärke höher ist. Von der Empfindlichkeit her wird da einfach viel mehr mitgenommen als wie bei den Sonys. Da würde ich vielleicht einen Abzug machen. Dafür finde ich den Sound aber trotzdem etwas satter. Also ich habe das Gefühl gehabt beim Aufnehmen dieser Probeaufnahmen unterwegs, wie auch jetzt zu Hause, dass der Sound etwas besser ist als wie bei den, also vom Sprachlichen her. Aber dafür hast du dann das Problem, dass hier einfach dann auch viel mehr mitgenommen wird von der Geräuschkulisse. Kann sein, dass bei gewissen Sachen dann auch gerne mal ja, dass es untergeht, dass man mich versteht. Und ansonsten geht's jetzt nach einem kleinen Ausschnitt von dem Vlog weiter mit meinem Fazit zum Film. So, Karten besorgen, yeah. Ja, was ist denn zum Film zu sagen? Allererst mal kann ich Entwarnung geben, wer die Jurassic Park und Jurassic World Filme liebt, der wird auch den hier mögen. Ganz ehrlich, es ist ein so grundsolider Film. Was ich aber direkt dabei wieder bemängeln muss, ist ganz einfach, dass. Habt ihr euch die letzten beiden Star Wars Filme angeguckt? Es ist praktisch eins zu eins dasselbe Klischee. Du guckst dir den
die Star Wars-Filme an und es ist Fanservice. Du hast das Gefühl, das gab es schon mal in den älteren Teilen. Gerade wenn es um die Skywalker-Saga geht in Form von Luke. So, jetzt haben wir hier lustigerweise dasselbe. Also der Übergang von der Insel zu Land, also zur bewohnbaren Zivilisation, dieser Übergang einfach, der kam mir verdammt bekannt vor. Auch so gewisse Abschnitte davon waren sehr ähnlich, aber dennoch ein bisschen, also es gab schon seine Unterschiede. Hier haben wir gleich mehrere Frauen, die für mich großartig waren, sage ich mal. Weil wir haben Blue, die weiblich ist. Die wird hier auch super als Merch und sowas direkt nochmal für nach dem Film, wenn man sich in den Raptor verliebt hat, direkt nochmal kaufen kann. Als Merch auf Amazon und so angeboten, dann hätten wir für mich wieder mal ein bisschen schwierig. Mace, die ja auch zum Plot dazu trägt, genauso wie Blue, die sind da so einander verbunden. Die sind beide für den Plot wichtig. Wobei ich sagen muss, ich fand Macy, ja. Ich fand Macy, fand ich wirklich schwierig. Warum außerdem Macy? Warum nicht Daisy, wenn man sie schon so nennen will? Ich hatte da immer wieder den Gedanken bei Daisy. Also da konnte ich mich während des Guckens nicht dran gewöhnen. Hat aber auch vielleicht mit den vorherigen Teilen zu tun. Aber da würde ich dann wieder spoilern. Weil es hier wieder Characters aus den alten Filmen gibt und das will ich euch nicht vorwegnehmen, wer da vorkommt und was da genau passiert. Ansonsten hat es für mich einen sehr soliden Eindruck alles gemacht. Ein paar Patzer hier und da gab es schon, zum Beispiel als gegen den Hybrid Dinosaurier gekämpft worden ist. Da müsst ihr mal drauf achten. Hier wird in der großen Haupthalle, die es ja auch im ersten Jurassic Park gab, direkt zu Anfang auf dem Riesenunternehmen, wird Claire, der Ex mittlerweile von Chris Pratt, dem Owen, wie er im Film heißt, wird hier in das Knie geschlagen mit der Kralle vom Hybrid-Dino. So, und als wir dann paar Shots später die Wunde zu sehen kriegen, ist die aber als Schnitt da gezeigt, also knapp neben dem Knie. Ich denke, das war auch der größte Fehler, den ich jetzt da entdecken konnte. Vielleicht hier noch eine Bootsszene, wo sie ablegen wollen. Da bleibt ein LKW ernsthaft die ganze Zeit da stehen. Keiner kümmert sich um diesen LKW. Unsere Helden springen in den LKW rein. Einer muss dann natürlich noch hinterherlaufen, weil er ein bisschen träge rüberkommt. Als Klischee-Nerd und finde ich dann, hätte nicht sein müssen. Zumal am Ende, wenn die super dramatisch ins Schiff, die Arcadian, außer dem Easter Egg, reingesprungen sind, ganz dramatisch mit so einem kleinen Abstand dazwischen, aber super dramatisch in Szene gesetzt, dann versuchen auf das Schiff drauf zu kommen. Stört es keine Sau. Es merkt keiner, dass da gerade unsere Helden in diesen LKW gekommen sind, obwohl die Luke offen ist und dann die praktisch auf die Arcadian da drauf springen. Interessiert keine Sau.
als wäre das nie passiert, obwohl sie im nächsten Shot alle da an das Tor gehen und sich angucken, wie gerade diese Insel da zugrunde geht. Und selbst da merkt es keine Sau, die ganze Zeit nicht. Wird nicht bemerkt, dass hier sich welche eingeschlichen haben, obwohl Uniform nicht da ist, bla bla bla. Aber weil Plot. So kann man das wahrscheinlich am besten begründen. Finde ich ein bisschen schade, hätte es ein bisschen mehr hergegeben. Was mir hier aber ein bisschen gefehlt hat am Ende, um das Ganze nochmal so ein bisschen auf die Höhe zu treiben, wo sie dann sich wahrscheinlich gerade da, wo es den meisten catchy Moment gibt, das war das berühmte Jurassic Park Theme. Das haben sie weggelassen. Aber die Szene, wie dann, wie wir es früher kennen, der T-Rex da in den Himmel schreit, was wir auch im letzten Jurassic World gesehen haben, wurde hier ganze 3 oder 4 Mal umgesetzt. Hätte, also nach dem 2. oder 3. Mal fand ich es dann einfach nur noch lächerlich. Fand ich das ein bisschen blöd, dass dann immer wieder diese Szene abgesetzt worden ist. Wahrscheinlich für ein bisschen Screentime und so. Ja, warum jetzt die Jurassic World Reihe heißt, wird auch in diesem Film erklärt. Also es hat 2 Teile gebraucht, um den Namen als gerechtfertigt, sage ich mal, darzustellen. Was ich aber nicht verkehrt fand, das muss ich dazu sagen. Aber wie gesagt, man kann es dem Film irgendwo nicht vorwerfen. Es ist ein solider Film. Es ist aber auch, ich kann beide Seiten da verstehen. Wo ich aber definitiv dabei bin, ist, dass ich hier sagen muss, ich hätte keinen neuen Hybrid-Dino gebraucht. Das war auch so eine Sache, die mich dann ein bisschen zu Anfang, aber der ist noch in Ordnung. Also er hat seine Daseinsberechtigung. Und er muss ja die Leute bei Trab halten. Finde ich auch dann nicht schlecht in Szene gesetzt. Manchmal auch ein bisschen zu viel. Aber wenn er dann seine großen Stärken zeigt, dann zeigt er sie auch gut. Unseren Bösewicht, unseren Antagonisten, fand ich, muss ich dazu mal erwähnen, fand ich an einer Stelle doch sehr anstrengend. Und zwar, er erklärt unseren Helden gerade wirklich, ja, ihr seid ja kein Deut besser wie ich, was ich denn hier gerade mache. Hey, guckt mal, ihr habt damals die Dinosaur im ersten Jurassic World auch gezüchtet, um Leute da aller Vergnügungspark dran zu setzen. Ich mach nichts anderes, ich verkaufe sie bloß als Waffe, wo ist der Unterschied, ne? Und im nächsten Moment, so wo der sich da ein bisschen gerechtfertigt hat, ja, ihr seid kein Deut besser, habe ich das Gefühl, er driftet dann in dieses Mi-Mi-Mi-Mi-Mi, wo ich dann denke, warum? Warum muss ich jetzt noch extra, ne? Die erste Hälfte dieses Dialogs hätte mir gereicht, hätte ich gesagt, ey, der ist ja mal intelligent. Der hat ja verstanden, ihr seid kein Deut besser gewesen und ich mach praktisch immer noch dasselbe. Aber dann hinzugehen und Mimi zu brüllen, ja, ihr wollt besser sein wie ich, seid es aber nicht. Das fand ich dann doch wieder ein bisschen schade. Das hätte es nicht gebraucht, weil ganz ehrlich, hätten wir nach der ersten Hälfte des Dialoges da Cut gemacht, dann hätten wir ein bisschen besseren Bösewicht in meinen Augen gefunden. Aber, naja, jeder wie er es mag, jeder wie er Screentime bekommt, etc. An für sich, wie schon bestimmt zum 5. Mal gefühlt, sagt, wer die letzten Jurassic Park und den letzten Jurassic World mochte, der wird auch hier
wieder nicht enttäuscht. Er wird auf seine Kosten kommen und daher gebe ich 50-50. Also, wie gesagt, kann jeder für sich selber entscheiden. Ich kann die eine wie die andere Seite verstehen. Aber für mich liegt der auf einem soliden Platz in der Mitte. Wer ins Kino gehen möchte, wer sich hier auch angesprochen fühlt, soll das gerne tun. Gerade mit Merch und sowas finde ich das Erlebnis dann nochmal ein bisschen schöner. Sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht die Vlogs machen. Aber genug geschwafelt, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Open Beta. Ciao.